Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf von einem weiteren Hearthstone-Highlight. Vor etlichen Wochen oder sogar schon Monaten habe ich mal ein Highlight hochgeladen, das hieß die Rotface-Eskalation. Und heute gibt es Teil 2 davon, denn ich hatte es tatsächlich noch einmal geschafft, Rotface in eine Arena zum Laufen zu bringen. Und weil das so schwer ist und relativ unmöglich, sagt Hearthstone RNG auch, naja, wenn du das schaffst, dann kriegst du auch was Insanes. Und deswegen ist unser Rotface in dieser Arena mal wieder völlig eskaliert und hat uns für dieses riskante Play belohnt. The light shall bring victory. Light smiles upon the just. Oh Gott. Priester mit Warrior. Na, das wird jetzt interessant. Behalten wir Forbidden Shaping. Ich meine, es ist actually ganz okay. Hä, wieso? Wir haben doch gerade Forbidden Shaping gespielt. Das war doch total gut. Apex. Haben wir doch gerade gemacht. War doch super. War ein super 5er Drop. Das ist immer noch geil, als der Typ das rausgefunden hatte. Das ist uncool. Shadow Madness oder Power Shadow with Death? Ich denke Shadow with Death ist besser. Ich nehme aber Shadow of Madness. Shadow Madness. Back to work. Zum Beispiel, falls sowas passiert. Und es war die richtige Entscheidung. Happy Hallows End. Yep. Happy Hallows End. So sieht's aus. Drink the power. Angeblich gibt's vom Vulkan einen neuen Code, dann kommt Blaulaber raus. Er erzählt den so einen Quatsch schon wieder. How long can this go on? Das glaube ich nicht. Schon wieder eine Greater Healing Potion? Interessant. Sein den Blut. Ich denke, das Board ist erstmal okay. Wenn das nicht clearen kann, ist Bowmer sehr stark. Wenn das clearen kann, ist Bog Creeper stark. Er kann es clearen. What? Are you sure that was the right play, bro? Okay. 8 Mana Forbidden Shaping, wollen wir es machen? Are you ready? Gibt ja ein. Ich meine, theoretisch ist Runic Egg into Bowmer auch ein echt guter Turn. Aber es gibt auch einfach keinen schlechten Afterdrop. Naja, ich sag's mal so. Er muss das jetzt mit 6 Schaden clearen, ansonsten hat er ein Problem. Weil ich nämlich das einfach anpinge und dann krieg ich eine Legendary. Und ich werde eine Legendary kriegen. Und ich werde vor allem vorher Baum mehr drauf spielen und dann werde ich nichts als Legendaries kriegen. Well played. Die arme Sau. GG, Leute. GG. The light shall burn you.
Richtig, neue Hero Power Summoner Random Legendary. Oh, noch einer. Idiot. Oh, er hat aufgegeben. Super. Na, theoretisch hätte ich Anomalos noch rauskriegen können und dann wäre er am Arsch gewesen, aber das ist natürlich schon ziemlich herrlich. You have better. Arena Boys, Arena! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare zu dem Video. Täglich dürft ihr hier viele Hearthstone-Action erleben. 13 Uhr gibt es noch einen Lich King-Highlight, 16 Uhr gibt es ein Kobolds & Catacombs-Highlight und um 19 Uhr gibt es Dungeon Runs für euch. Also lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt oder guckt dieses schöne Video, falls ihr das noch nicht kennt. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.